Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Solo-AFK-Spot zeigen mit dem unendlich Giftpflanzen-Glitch. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht auf jeden Fall die Giftpflanze, mindestens auf der Stufe, wo ihr zwei Ladungen tragen könnt. Und ich würde euch empfehlen, eure Selbstwiederbelebung aufzusparen, denn die könntet ihr eventuell brauchen. So, kommen wir nun zum Glitch. Als allererstes geht in den neuen Pile-Up-Spot rein, hier an Abschlussstelle am Flugzeug. Hierfür müsst ihr aus der Distanz auf diese Ecke springen, wo ich hinspringe. Und wenn ihr dann hochklettert und eure Füße schweben, dann habt ihr das richtig gemacht. So, also ich bin oben, meine Füße schweben und es ist alles richtig. Als nächstes müsst ihr nun eure Giftpflanze auffüllen, sodass ihr mindestens zwei Ladungen habt. Dann braucht ihr eine Horde Zombies. Leute, macht das am besten am Anfang einer Runde, sodass ihr alle Zombies unter euch versammeln könnt. Also wartet, bis wirklich jeder Zombie unter euch ist. Wenn ihr die Selbstwiederbelebung auf Stufe 5 habt, dann nehmt ihr auch mit, weil wenn ihr dann tot seid und einen Kill macht, steht die wieder auf und das ist sehr hilfreich. Ich zeige euch das Ganze jetzt mit dem Perk. Und zwar geht nach unten, aktiviert eure erste Giftpflanze, Leute. Dann geht ihr down und sobald die Giftpflanze Kills macht, steht die wieder auf. Und sobald ihr dann wieder lebt, aktiviert ihr eure zweite Giftpflanze. Dort steht dann, dass das Platzieren nicht möglich ist und wir haben dann erfolgreich die Giftpflanze geglitcht. Die erste Giftpflanze, die wir platziert haben, wird dann für immer da bleiben und ihr könnt dann wieder zurück zu diesem Spot hier hoch. Wenn ihr dann hier oben seid, versammeln sich halt alle Zombies unter euch wie gewohnt, jedoch sterben sie dann durch die Giftpflanze. Also Leute, macht eure Selbstwiederbelebung auf Stufe 5, sodass ihr, wenn ihr down seid und jemand knockt, wieder aufsteht, denn so klappt das halt jedes Mal bei mir. Und viele haben ja Probleme mit diesem Glitch, weil sie das mit dem Timing nicht hinbekommen haben. Versucht das mal so, wie ich es gemacht habe. Also aktiviert eure erste Ladung. Wenn ihr dann down geht und durch die Giftpflanze jemand gestorben ist, dann steht ihr halt wieder auf. Und in dem Moment aktiviert ihr eure zweite Giftpflanze und dann müsste das klappen. Schreibt mir mal in die Kommentare, falls diese Methode bei euch funktioniert hat. Und die Frage zum Megatron. Also Leute, wenn der Megatron kommt, er wird vielleicht auf euch schießen, aber es wird nicht reichen, um euch down zu machen. Und die meisten Schüsse treffen euch eh nicht. Und wenn der Megatron dann erstmal unter euch ist, dann bleibt er in der Giftpflanze hängen und stirbt dann dadurch. Das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob das auch wirklich mit dem Perk bei euch geklappt hat, die Methode. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, Leute. Ciao.